Die Wiedereinführung der Wehrpflicht würde viele junge Menschen dem Arbeitsmarkt entziehen. Doch die Lösung liegt auf der Hand. Rentnerwehrpflicht. Rentner leiden unter Einsamkeit, Bewegungsmangel und Altersarmut. Bei uns gibt's Sold, Kameradschaft und frische Luft. Aber auch der militärische Nutzen ist hoch. Rentner haben nicht mehr ihr ganzes Leben vor sich. Da kämpft es sich viel mutiger. Einige von ihnen haben sogar in der Wehrmacht gedient und verfügen über echte Gefechtserfahrung. Für Führer, Volk und Vaterland. Und das sagen wir doch nur in der WhatsApp-Gruppe. Na kommt Jungs! Demente Menschen sind praktisch immun gegen Kriegsflashbacks und posttraumatische Belastungsstörungen. Außerdem kann man aus gefangenen Dementen keine Militärgeheimnisse herausprügeln. Stattdessen genießen Rentner in Gefangenschaft eine deutlich bessere Betreuung als in den meisten deutschen Altersheimen. Und das ist noch nicht alles. Nichts ist gefährlicher als Rentner in Autos. Damit hat die Bundeswehr endlich ihr erstes Kamikaze-Kommando. Warum Sandsäcke als Deckung verwenden, wenn man auch alte Säcke nehmen kann? Die spenden Wärme im Schützengraben und können sogar zurückschießen. Und jeder gefallene Held stirbt noch im Dienste der Gesellschaft. Die so entstandenen Ersparnisse der Rentenkasse lassen sich direkt in die Kindergrundsicherung investieren. Also, worauf warten wir? Peter Mann, ziehen Sie verdammt nochmal die Reißleine! Hören Sie schlecht oder was? Peter Mann!